Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch wieder eine coole Kartenform, eine coole Kartenidee und wollte euch da ein paar verschiedene Arten zeigen und natürlich auch verschiedene Designs natürlich. Ich starte jetzt einfach mal mit dieser Karte hier. Also das ist so eine kleine Bulli-Karte mit jedem Jahr wertvoller, also als Geburtstagskarte. Das Besondere ist natürlich, dass man die Karte ganz flach machen kann und dass man die natürlich so verschicken kann und dass man die dann auch gerne dann so aufstellen kann. Also die kann man dann einfach hinstellen. Man hat hinten noch einen Gruß zum Unterbringen, also viel Platz zum Schreiben. Und ich habe die jetzt ein bisschen umgewandelt. Also die Idee dazu habe ich gesehen bei Dawn Griffith. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich verlinke euch das Video einfach mal in der Infobox. Sie hat so eine ähnliche Karte gemacht, also auch in diesem Format. Und sie hat das Ganze in Inch gebastelt. Ich habe es jetzt umgerechnet auf Zentimeter, das ist mir immer lieber. Und ich habe es jetzt aber nochmal komplett ein bisschen abgewandelt. Also das erkläre ich euch gleich. Aber das ist so ziemlich so wie die Originalkarte. Eigentlich ein bisschen verändert vom Maß und eben in Zentimeter. Dann ergibt sich daraus ein bisschen eine kleinere Karte. Aber das ist so diese Grundidee gewesen. Genau. Also als Geburtstagskarte vielleicht ganz schön. Das Papier ist jetzt aus der Celebration, eben auch der Bulli aus der Celebration. Und genau, wie gesagt, zum Hochkant aufstellen. So, man könnte hier vorne auch ein Foto drauf machen oder so. Und das Besondere an der Karte ist mit Sicherheit auch so dieses Designerpapier, das man da so schön zur Geltung bringt. Auch super zum Reste verwerten. Und also man braucht auch eben so kleinere Streifen zwischendrin immer noch. Und genau, kann man es eben so zusammenlegen und kann es aber ganz flach verschicken. Dann ist als zweite Idee daraus entstanden diese Karte. Das ist mein absoluter Favorit. Ich finde, die ist echt wunderschön, muss ich sagen. Also, die kann man eben auch ganz flach wieder machen. Mit diesem Designerpapier Horizonte, am Horizont, irgendwie so ähnlich. Also, das zeige ich euch nachher gleich. Das nehmen wir heute auch. Macht sich unheimlich gut. Hier ist das Set, die Segelset nochmal schön verarbeitet. Das ist eigentlich so ein schönes Set. Und jetzt verlässt leider unser Sortiment. Hinten drauf eben auch wieder Platz zum Schreiben. Da habe ich nochmal ein Segelboot draufgeklebt, das embossed ist. Und auf das Designerpapier habe ich fast nichts gemacht, außer diese paar Möwenstempel oder Vögelstempel, weil das wirkt von alleine schon so unglaublich gut. Wenn man das jetzt mal so vor euch hinstellt, wenn ihr da mal so quasi die Direktsicht drauf habt, das finde ich wunderschön. Also jetzt mal die Variante nicht nach oben gestellt, sondern Querformat. Und wenn ihr jetzt hier das so umklappt, könnt ihr das natürlich auch verschicken, ganz flach. Das Lustige ist, dass das mit den Vögeln so schön passt. Das habe ich nämlich vorher einfach so gestempelt und im Nachhinein passt es da perfekt zusammen. Genau, was ich hier als kleinen Tipp gemacht habe, aber das machen wir heute bei unserer Karte auch, ich habe so diese Landschaften hier weiterlaufen lassen. Also wenn ihr so ein Designerpapier habt, wo in dem Fall jetzt Landschaften oder wo ein Muster drauf ist, dann könnt ihr da ein bisschen drauf achten. Seht ihr, dass das da hinten immer so weiterläuft? Genau, also das ist meine absolute Favoritenkarte, muss ich schon sagen. Leider ist ja dieses Stempelset nicht mehr dabei, deswegen habe ich mich entschieden, euch heute eine andere Karte zu zeigen. Grundsätzlich könnte man das aber auch als Hochzeitskarte benutzen. Also du bist mir sicher, der Hafen könnte mal eine besondere, außergewöhnliche Karte sein. Theoretisch auch zur Hochzeit, weil wir machen heute nämlich eine Hochzeitskarte draus, eine besondere. Genau, also kurze Erklärung, das ist einfach mit Weiß auf Schwarz embossed und ausgestanzt. Und so ein Fähnchen noch hin, das sich da überschneidet und das dann, ja, finde ich auch im flachen Modus ganz gut passt. Also mein absoluter Favorit. Und jetzt kommt eine Karte, die finde ich auch total schön. Die machen wir heute zusammen. Und das ist auch was Besonderes, weil da habe ich noch ein Fach zusätzlich eingearbeitet. Also erstmal im flachen Verschickmodus als Foto, Bild mal eingehalten. Hier hinten auch. Das ist zweifarbig embossed. Das zeige ich euch halt auch mal. Und ja, wenn man es dann aufstellt, sieht es wieder so aus. Mit dem Designerpapier, mit dem gleichen, das ist einfach so schön. Und hier habe ich so gemacht, da habe ich hier so ein kleines Fach gemacht. Seht ihr das? Da hinten ist so ein Eingriff drin. Das erwische ich gerade nicht. Ja. Eigentlich soll das auch so ein bisschen, das klebt so ein bisschen, weil das eben embossed ist. Das soll hier an der Seite noch so ein bisschen rausschauen, dass man das dann sieht. Dann kann man hier noch so eine kleine Schallplatte rausziehen. Das fand ich halt witzig, wie so eine Schallplattenhülle. Kann man zum Beispiel verwenden, um besondere Grüße zum Unterbringen. Oder auch zum Beispiel, wenn man es als Hochzeitskarte verwendet, um da noch ein Geldgeschenk oder so einen Gutschein oder sowas hinten anzubringen. Also da kann man natürlich auch ein Gutscheinfach draus machen.
You're My Favorite Song passt und Time for a Happy Dance. Also ich finde, das ist eine ganz besondere, ganz andere Hochzeitskarte, mal nicht so typisch, sondern bunt und knallig und mal mit Schallplatte. Also ja, witzig, oder? Ich hoffe, euch gefällt es und ihr habt jetzt Lust mitzumachen. Dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und ihr könnt ja dann gucken, wie ihr es gestaltet. Okay, also an Farbkarton habe ich benutzt einmal Schwarz, Grundweiß und Brombeermousse. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Also es sind immer die Bestellnummern dabei, falls ihr dies bestellen wollt. Und das Designerpapier, das heißt Neue Horizonte und hat diese Nummer, die habe ich noch nicht draufgeklebt. Das hier unten ist die Bestellnummer. Es sind eben total schöne Designs dabei und das sind eben diese beiden Karten entstanden. Eben auch mit diesen Landschaften und eben auch dieses schöne bunte. Fand ich, passt jetzt knallig auch richtig gut dazu für diese Schallplatten. Und da habe ich jetzt verschiedene Sachen zugeschnitten. Ihr braucht einmal einen Farbkarton in 24 x 18,5 cm. In Brombeermousse habe ich dann auch noch zwei Elemente genommen mit 11,5 x 10,5. Wenn ihr jetzt kein Einschubfach machen wollt, weil ihr keinen Gutschein oder nichts unterbringen wollt, dann reicht auch eine davon. Also das ist euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Wenn ihr eben so eine Lasche oder so eine geheime Tasche einbauen wollt, dann braucht ihr zwei Stück. Ein Stück Grundweiß in 13,5 x 10 cm. Das ist für hinten drauf, für die Grüße und ein bisschen schwarzen Farbkarton für diese ganzen Sachen. Ich habe jetzt schon einiges vorbereitet. Wir embossen nachher zusammen. Ich zeige euch, wie das zweifarbig oder dreifarbig geht. Aber ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was hergerichtet, dass es jetzt im Video schneller geht. Die Schallplatten zum Beispiel. Und eben diese Sprüche und so. Also das habe ich schon mal ein bisschen als Deko hergerichtet. Und dann braucht ihr noch Designerpapier. Und da lege ich euch das jetzt mal kurz hin, dass ihr das seht. Und zwar, ich habe es jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Im Prinzip braucht ihr zwei große und zwei kleine in dieser Größe und zwei kleine in dieser und das. Wenn ihr so wie ich macht, so ein bisschen designerpapiermäßig abgestimmt. Also ich habe ja versucht, dass dann hier hinten das Designerpapier von hinten weitergeht, hier das Designerpapier von hier und hier eben das Designerpapier von hier vorne, dass sich das so zusammenfügt. Das muss man nicht machen, wenn man so ein Landschaftsbild hat wie hier. Würde ich es auf jeden Fall weiterlaufen lassen, weil es einfach schön ist, wenn das dann so weitergeht. Wenn man es natürlich so verschickt, muss es nicht sein, aber ich finde, das ist halt so ein kleines Detail. Das kann man machen, muss man aber nicht. Wenn ihr jetzt ein Designerpapier habt, so wie hier, einfach bunt und knallig, dann ist es eigentlich auch egal, was ihr da verwendet. Also da könnt ihr auch komplett bunt machen. Das ist euch überlassen. Als Maße braucht ihr auf jeden Fall 9,5 x 7,5 cm. Das ist das hier, das kommt ganz vorne drauf. Dann 2 cm x 7,5. 2 cm x 10 cm. Also das sind jetzt diese drei in diesem Farbschema. Dann 2 x 7,5 in dem gleichen Schema wie diesen hier. Das ist 11 x 10. Und das hat auch 11 x 10 und das hat 2 x 10 cm. Also ich zeige es euch jetzt mal rein. Im Prinzip sind das ja die gleichen Maße. Das könnt ihr dann eben je nach eurem Farbpapier gestalten. Da könnt ihr gerne Pause drücken, dann habt ihr die ganzen Maße. Und ob ihr das dann auch so eben habt, das liegt eben einfach an eurem Papier. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert, weil es ist einfach total einfach. Eigentlich total einfach. Ihr braucht halt zwei große mit 11 x 10. Ihr braucht eins, das hat 9 x 7,5. Ihr braucht zwei mit 2 cm x 7,5 und zwei mit 2 cm x 10 cm. So kann man es auch ganz einfach sagen. Okay. Und wir starten jetzt mit der großen Karte, also mit der Grundkarte. Da braucht man den Papierschneider. Und falzen uns jetzt als allererstes mal die lange Seite, also die 24 cm Seite. Und die falze ich mir jetzt einmal bei 2,5 cm. Das mache ich jetzt hier rechts, da kann ich es eben super anlegen. 2,5 cm. Jetzt drehe ich mir das so rum, dass diese Falzlinie hier drüben liegt. Und falze das jetzt bei 5 cm. Bei 7,5 cm. Bei 10 cm. Dann habt ihr diese Falzungen, also einmal bei 2,5, bei 5, bei 7,5 und bei 10 cm. Und jetzt drehe ich mir das Papier noch so, dass die Falzlinien unten liegen und dass die kurze Seite jetzt hier oben ist und schneide mir das Ganze nochmal durch bei 10,5 cm. Ich halte euch das mal nochmal so kurz ins Bild, dass seht ihr die Maße für die Falzungen und eben die Schneide. Das Schneidemaß bei 10,5. Und jetzt habe ich ein breiteres und ein schmäleres. Und das schmälere, das brauche ich jetzt noch. Das kürze ich mir jetzt nämlich noch bei 20 cm und mache das so, dass diese Falzungen auf der linken Seite liegen. Das hier oben 20 cm, da lege ich es mir bei 20 cm an.
und schneide mir das einfach nochmal ab. Das ist Rest, das brauchen wir nicht mehr. Und das ist dann mein zweites Kartenmaß. Das hier ist die ganz vorderste Karte, also die hier vorne. Bei dieser Karte habe ich so gemacht, dass ich das noch ein bisschen kürzer gemacht habe. Ich wollte, dass man den Leuchtturm komplett sieht, dann habe ich das einfach noch verkürzt. Ich habe mir das halt hingelegt und habe geschaut, okay, wie breit soll es ungefähr sein, dass der Leuchtturm noch ganz zu sehen ist. Als kleinen Tipp, also ihr könnt es auch kleiner machen, je nachdem, was ihr vorne drauf machen wollt als Deko. Genau, dann kann der wieder weg. Und dann können wir uns das Ganze eigentlich auch schon mal nachfalzen. Also einfach die ganzen Falzlinien einmal nachfalzen von beiden Papieren. Und dann seht ihr schon, wie diese Karte entsteht. Also ihr habt dann dieses Element. Und eben das Große ist dann das hinterste Element. Und da macht man sich so einen Tunnel, dass es dann nachher so schön aufploppen kann. Genau. Und eigentlich können wir jetzt auch schon fast ans Zusammenbauen gehen. Ich habe jetzt nur überlegt, ob ich nicht vorher noch stempel. Ich glaube, das mache ich vorher noch. Genau, ich mache jetzt, lege jetzt meine ganzen Einzelteile noch kurz auf die Seite und nehme mir noch mein Grundweißpapier in 13,5 x 10 cm und werde es jetzt noch stempeln und embossen. Ich schnappe mir noch ein Schmierpapier. Als Stempel habe ich benutzt für dieses sichere Hafen, wenn ihr das machen wollt, dieses Set, die Segel, wie gesagt, das ist leider rausgegangen, aber das ist eben so schön. Und für unsere Karte benutze ich heute einmal das Flowing Flowers, diese Bestellnummer. Da ist nämlich dieser Spruch Time for a Happy Dance drin, das fand ich, passt halt einfach total gut. Den müsst ihr nicht nehmen, also ihr könnt es auch ohne das basteln, aber das passt halt. Das habe ich embossed. Hier habe ich diese kleinen Punkte rausgenommen aus dem Stempelset für alle Zeit. Das braucht man ja oft, so kleine Pünktchen. Und der Hauptdarsteller ist For the Record. Das ist einfach schön mit dieser großen Platte und dem Herz innen drin. Und You're My Favorite Song ist da auch dabei. Das hat diese Bestellnummer. Also den habe ich auch gebraucht. Ich nehme jetzt mal nochmal diesen großen Stempel raus mit der Platte. Und diesen kleinen Pünktchenstempel. Also so Pünktchenstempel hat man ja überall ein bisschen drin oft. Also die... Kann auch sein, dass ihr da ein ganz anderes Stempelset verwenden könnt, aber ein größeres. Okay. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt die Schallplatte, dieses Time for a Happy Dance, habe ich in Silber und Gold embossed, auf schwarzem Papier. Und habe das dann einfach nur so ausgeschnitten, das würde ich gerne benutzen. Dann habe ich mir die Schallplatte zweimal embossed. In drei Farben jetzt, also das ist jetzt in Klarlack, in Gold und in Silber. Wir machen es jetzt dann aber gleich zusammen noch in zwei Farben. Das habe ich mir einfach aufgestempelt, embossed und dann einfach ausgeschnitten mit so einem minimalen Rand. Also das kann man ganz gut mit der Hand ausschneiden. You're My Favorite Song habe ich auch öfter mal hier aufgestempelt und embossed. Das nehme ich jetzt in zweifarbig auch wieder. Das brauchen wir. Und was ich dann noch so gemacht habe, so ein bisschen als Deko, ich habe mir diese Schallplatten einfach nochmal aufgestempelt und embossed und habe dann jetzt einfach mit einer Herzstanze, irgendeine Herzstanze hat man bestimmt irgendwo, habe ich mir drei so Herzchen da rausgestanzt. Die müssen auch nicht ganz embossed sein, sondern das finde ich auch ganz schön, wenn die so nur teilweise embossed sind. Das ist einfach nur so ein bisschen Deko. Ich hatte auch am Anfang mir einfach diesen Kreis hier in der Mitte mit diesem großen Herz nochmal als Deko bin ausgestanzt, aber ich muss sagen, das ist mir fast zu groß gewesen. Also das wäre dann so, das war mir so vorne auf der Karte einfach viel zu groß. Deswegen habe ich das noch ein bisschen so umgewandelt und habe mir gedacht, ja, so ganz schwarze Herzen wollte ich nicht. Und als Deko finde ich das ganz schön, wenn die so ein bisschen verziert sind. Genau, da brauchen wir eben auch drei. Und dann haben wir schon alles zusammen. Und damit ich euch das zeigen kann, wie das funktioniert, embossen wir das jetzt einfach gemeinsam. Ich lege jetzt nur noch mal die Deko auf die Seite. Und genau. Ich habe auch das Designerpapier noch ein bisschen gestempelt, aber das kann man im Prinzip auch zum Schluss machen. Wir machen es jetzt aber lieber mal vorher. Ich habe mir die zwei großen genommen und habe die einfach noch so ein bisschen mit so Pünktchen versehen. Da habe ich einfach von der Farbe Brombeermoos genommen, weil das einfach als Grundkarte gut passt. Hat diese Bestellnummer.
Und da mache ich mir diese kleinen Pünktchen so ein bisschen, verteile ich mir da so ein bisschen. Einfach mal so oben in die Ecke. Ja, hinter den Spruch dann auch so. Nein, das kann man einfach so, wie man halt möchte. Das sieht man ja eh dann mehr oder weniger. Aber so habe ich mir das einfach noch ein bisschen verteilt, dass da vielleicht noch ein bisschen, dass man da noch ein bisschen was sieht. Einfach so ein bisschen. Genau. Und hinten drauf habe ich das auch gemacht. Das könnt ihr jetzt vorher machen. Oder wenn ihr die Platte gemacht habt. Also ich mache es jetzt mal vorher, aber sinnvoller wäre es eigentlich, wenn man zuerst die Platte hin embosst. Dass man dann sieht, wo man das hinstempelt. Aber das kriegen wir schon hin. Jetzt brauche ich erstmal Versamark. Das ist so eine Klarsicht-Tinte. Das seht ihr jetzt also nicht, wenn ich die auf den Stempel mache. Und mein Pflegepulver. Ich habe jetzt eben Silber und Gold. Wenn ihr noch Klarlack dazu machen möchtet, so wie ich es vorne drauf gemacht habe, könnt ihr es genauso machen. Seht ihr, das hier zwischendrin ist Klarlack. Hier hinten drauf habe ich gedacht, brauche ich nichts Klares machen, weil das ist ja nicht schwarz im Hintergrund, sondern mit zwei Farben. Und dann mache ich es jetzt einfach so, ich setze mir meinen Stempelabdruck hier unten drauf. Ein bisschen draufhalten, dass es wirklich schön abgestempelt ist. Ihr seht jetzt erstmal nichts, oder? Seht ihr was? Nee, seht ihr nichts. Seht ihr aber gleich, wenn ich mein Pulver habe. Und ich gehe jetzt in der Mitte mit dem Silber drüber. Also bei dem inneren Herz möchte ich jetzt Silber haben. Dann mache ich jetzt so ein bisschen vorsichtig nur mal die Mitte. Und so ein bisschen der Rand wird natürlich auch Silber. Und dann gehe ich noch so ein bisschen außen hin. Bisschen verteile ich mir das noch so. Aber nicht ganz komplett. Also ihr seht, da fehlt jetzt noch ein Teil und den mache ich jetzt eben in Gold. Da kann ich jetzt richtig schön drüber gehen mit meinem Goldpulver. Und so habt ihr diesen Effekt, dass es eben dann zweifarbig ist. Und abklopfen. Seht ihr das jetzt schon? Ihr seht das jetzt dann gleich besser, wenn ich das mit der Hitze bearbeite. Aber das ist so cool, so ein toller Effekt. Da schnappe ich mir jetzt mein Erhitzungsgerät, wenn man das noch lesen kann, diese Nummer, und zeige euch das jetzt, wie cool das ausschaut. Ich liebe Embossen, das ist so schön. Ich finde das so toll. Also immer noch, nach den vielen Jahren. Ich liebe das einfach. Das ist so schön mit diesem Effekt, dieses Glanz, das da so reinläuft. Das ist einfach so schön. Genau. Jetzt räume ich ein bisschen auf und dann bauen wir die Karte zusammen. Okay, weiter geht's. Als erstes fange ich, glaube ich, an mit diesem Doppelteil. Also wenn ihr das habt, macht ihr es mit. Wenn ihr es einfach macht, dann nicht. Die 11,5 cm Seite. Ich messe nochmal schnell nach. Genau. Also die liegt jetzt hier oben. 11,5 und die hohe ist die 10,5 cm Seite. Also ich mache mir jetzt einfach hier ganz easy, also ihr kennt das ja bestimmt, so eine Lasche rein. Das heißt, ich klebe auf die untere Karte einfach ein bisschen Abreißklebeband. Mache das Ganze auf der linken Seite zu. Was ich jetzt noch machen kann, bevor ich es zusammenklebe, ist, dass ich mir so einen Eingriff reinmache. Ich wollte jetzt nicht, dass man den vorne sieht. Kann man machen, aber ja, muss man nicht unbedingt. Ich habe mir jetzt einfach eine Kreisstanze genommen, irgendeine. Ich habe jetzt hier die 1,5 cm, aber ihr könnt auch eine kleinere nehmen.
und mache mir ungefähr auf die Mitte einfach so einen kleinen Eingriff rein. Seht ihr das gut? Und dann klebe ich diese beiden aufeinander. Nur schauen, dass es schön aufeinander klebt. Also ich habe jetzt hinten quasi dieses kleine Eingriffsloch für die Lasche hinten dran. Und da kann ich dann meine Schallplatte, eine von den beiden eben, schon mal unterkriegen. Das ist so das mittlere Element. Dann nehme ich mir das große Element und auf diese äußere Falzlasche klebe ich mir, mache ich mir einen Flüssigkleber drauf. Also ich habe jetzt hier diese vier Laschen und auf die äußerste kommt das Klebemittel drauf, wenn es denn mag. Hoppala. Verstopft. Und dann lege ich mir das einfach so flach hier hin und klappe mir diese große Karte rüber. So fand ich es am einfachsten. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel Kleber erwischt, da ist jetzt doch so viel rausgekommen. Ja, ein bisschen Patz jetzt raus. Schade, beim dunklen Papier. Genau. Und dann habe ich nämlich hier diesen Tunnel hinten angeklebt sozusagen. Und das machen wir mit dem kleinen genauso. Also irgendwas ist da drauf. Das müssen wir schnell abstreichen. Auch wieder Kleber drauf. Nicht zu viel, so wie bei mir, dass da vorher so ein Haufen rauskommt. Dann lege ich mir das, also ich habe das jetzt in dieser Hand, so. Leg mir das einfach so flach hin und klappe mir dann diese große Kante einfach da drüber. So finde ich, ist es am einfachsten. Und dann steige ich mir das so glatt, kann es nochmal nachfalten, schön. Und dann habe ich wieder so einen Tunnel. Ihr könnt auch hier so reingehen mit einem Papierfalter und das nochmal entlang streichen. Den großen auch. Also, aber das hebt schon gut. Und jetzt habe ich meine drei Elemente für die Karte sozusagen schon mal fertig. Und jetzt stelle ich mir das so auf, dass dieses große den Tunnel nach vorne hat. Und da klebe ich jetzt mein schmales Element drauf. Was ich euch jetzt noch als kleinen Tipp geben kann, was wir vielleicht jetzt auch gleich machen, ist, dass wir hier das große Designerpapier schon mal aufkleben, weil dann kommen wir am besten hin. Also ich nehme mir jetzt einfach den Tunnel nach oben, der steht jetzt so nach oben zu mir her, so. Und da klebe ich jetzt auf die Vorderseite das Designerpapier drauf. Bei mir ist es jetzt das ein bisschen dunklere oder ein bisschen mehr gemusterte. Klebe ich mir jetzt hier einfach schön mit einem schönen Rahmen drauf. Und wenn ihr möchtet und schon wisst, was da hinkommt, könnt ihr auch gleich hier das Schmale aufkleben. Man kann das alles auch im Nachhinein draufkleben, ist gar kein Problem, habe ich ausprobiert. Zumindest bei diesem Element hier. Aber es ist ein bisschen mehr gefummelt, wie wenn man das gleich draufklebt. Und bei diesem Element muss man es natürlich auch gleich draufkleben. Da nehme ich eben das andere, ein bisschen hellere, große. Auf die Vorderseite, also nicht auf die Eingriffsseite, wo diese Eingriffsöffnung ist. Und jetzt sieht man schon ganz schön, wo man das hier draufkleben kann. Oder wo man das hier draufklebt. Also man klebt es direkt auf diese Frontseite drauf. Ihr habt jetzt hier auf der rechten Seite dieses Designerpapier, das hier weiterläuft. Auf der linken Seite ist noch frei. Und oben drauf, da kleben wir jetzt unser zweites Element. Das mit dieser Eingriffslasche. Und das mache ich auch schön bündig hier. Klebe ich mir das genau da, neben die Falzlinie. Sieht man das? Ja, hier sieht man es hin. Also so ganz bündig. Und dann seht ihr schon, wenn es klebt, haben wir hier schon diesen dreidimensionalen Effekt. Und dann kommt noch diese kleine und die machen wir so, dass dieser Tunnel nach unten liegt, also dass das Bild quasi nach vorne scheint. So kleben wir uns das Ganze auf. Und da machen wir es jetzt auch so, dass ich gleich mein Designerpapier draufklebe, der Einfachheit halber. Aber wie gesagt, man könnte es auch im Nachhinein kleben. Nur das dürft ihr nicht im Nachhinein kleben, das müsst ihr als erstes drauf machen. Genau, also hier vorne klebe ich mir jetzt dieses Element drauf mit den... Einen Moment, muss ich schnell schauen, was die Maße sind.
9,5 mal 7,5 cm. Dann eben noch dieses kleine im gleichen Design, das können wir auch gleich unterbringen. Dass das hier so schön fortlaufend ist. Wir haben jetzt noch ein großes im gleichen Design wie vorne drauf, das heben wir uns noch auf. Und dann haben wir noch ein kleines übrig und das kommt jetzt noch hier auf die Innenseite drauf. Das ist quasi das fortlaufende Designerpapier zu dem. Also wie gesagt, wenn ihr das gar nicht mit so Farbverläufe macht, dann ist das auch ganz wurscht. Dann müsst ihr da gar nicht drauf achten. Und bei dem ist es auch nicht so wichtig, aber bei so einem Landschaftsbild ist es halt wichtig. Und so sieht der Tunnel jetzt aus. Hier läuft es quasi weiter und hier kommt das Äußere dann hin. Jetzt klebe ich mir hier auf die Rückseite, wo jetzt kein Designerpapier drauf ist, einfach nochmal den Kleber hin. Ihr habt rechts und links ein Designerpapier und da, wo keins drauf ist, da kommt es drauf. Und das klebt ihr euch jetzt genau hier oben drauf. Ich kann euch das auch gleich nochmal nahe zeigen. Und jetzt kommt eben auch noch die kleine Abwandlung. Ich klebe mir das jetzt nur an. Also ihr seht es hier, das wird hier genau angeklebt. Genau auf dieses andere drauf. Schön an die Kante. Und ich habe es jetzt hier nach unten versetzt aufgeklebt. Also hier unten ist es bei mir bündig. Wenn ihr die Karte so machen wollt, dass es in der Mitte ist, müsst ihr das natürlich in der Mitte ankleben. Mit rechts und linksrand. Also das ist eben der Unterschied. Hier ist es eben ganz auf der bündigen Seite rechts unten und da habe ich es halt in die Mitte geklebt. Je nachdem, was euch da jetzt besser gefällt. Und ob ihr das eben hochkant oder quer machen wollt, das ist hier der Unterschied. Und dann haben wir noch ein Designerpapier übrig und das kommt eben noch auf diese große, lange Seite. Und dann hat man das richtig schön verziert. Und die Karte ist fertig. Ich sag, die könnt ihr dann so, wenn ihr sie verschicken wollt, könnt ihr es so machen. Da müsst die Platte natürlich rein. Die geht da ein bisschen im Weg um. Das ist genau 14 cm für unser Kuvert. Aber ansonsten könnt ihr die dann einfach so aufklappen und habt diese coole Karte. Finde ich sehr witzig. Ich finde die toll, die Karten von. Da kann man so viel draus machen. Wir haben das dann bei unserem Online-Teamtreffen auch gebastelt. Und was da wieder für Ideen rauskommen sind, das war einfach nur der Hammer. Das ist einfach klasse, was jeder dann aus dem Ganzen zaubert. Jeder benutzt ja dann ein bisschen anderes Stempelset oder anderes Designerpapier und überlegt sich nur ein bisschen was. Und das ist einfach total schön, wenn man sieht, was dann aus den ganzen Karten aus einer Grundform entstehen kann. Hinten drauf habe ich jetzt das weiße Papier noch geklebt. Da kann man eben dann noch Grüße unterbringen oder gleich was draufstempeln. Also das könnt ihr dann machen, dann haben wir hinten noch einen schönen Platz. Genau, jetzt ist die Karte eigentlich schon fast fertig. Jetzt wird nur ein bisschen gedönst drauf gemacht, wollte ich das sagen. Ein bisschen dekoriert. Dann nehme ich jetzt die große Platte. Machen wir 3 Dimensionen, das glaube ich, drauf. Lieber mal, oder 4, ist jetzt wurscht. Ich habe es schon so aufgeklebt, jetzt mache ich 4 drauf. Und klebe mir das jetzt hier vorne drauf. So ein bisschen nach rechts versetzt, ganz leicht. Und da klebe ich jetzt meinen Favorite Song drauf, den finde ich passt dann natürlich super gut dazu. Da passt auch gerade ein Dimensional unten rein. Ihr könnt auch diesen It's Time for a Happy Dance da drüber kleben, der passt natürlich auch gut, wenn euch die Schrift mehr zusagt. Aber ich fand das hier oben irgendwie schöner, ich habe das ausprobiert, fand das hier oben ganz toll. Meine kleinen Herzchen klebe ich einfach mit Blue Dots an. Die habe ich hier einfach so ein bisschen verteilt. Die oben noch hin. Und hier habe ich jetzt mein Happy Dance. Das klebe ich auch noch auf dem Dimensional auf. Und ich habe es nicht lassen können. Ich habe ein bisschen Faden unten reingebaut. Könnt ihr lassen. Müsst ihr nicht machen. Falls ihr noch einen Faden habt. Ich habe ja noch ein bisschen. Ja, den gibt es natürlich nicht mehr, aber wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich es nicht lassen kann. Ich finde es einfach schön und hier hat es halt einfach gut hingepasst. Da mache ich jetzt noch so ein bisschen Garn außenrum. Muss man nicht machen. Ich sage es ja immer dazu. Aber wenn es euch auch gut gefällt oder wenn ihr damals, wie ich gesagt habe, jetzt gibt es den dann bald nicht mehr, wenn ihr dann auch so viel Garn gekauft habt wie ich, dann könnt ihr das ja auch noch aufbrauchen.
Aber ich finde es einfach total schön. Das macht noch so einen kleinen, ein bisschen Effekt macht es halt einfach. Jetzt habe ich es in die falsche Richtung geklebt. Ist aber egal. Kann man nach oben kleben. Ich habe das jetzt einfach hier hinten ein bisschen fixiert auf dem Dimensional. Und klebt mir das da oben noch hin, als kleines Highlight. Genau. Und dann ist unsere tolle Karte auch schon fertig. Richtig sind, oder? Also richtig. Ich finde, das ist mal wirklich eine ganz andere Hochzeitskarte. Mal eine peppige, flippige, vielleicht für ganz junge Leute oder für jemand, der gerne Musik hört oder selber Musik spielt oder so. Also es ist einfach eine coole Karte. Ich finde dieses Stempelset einfach mega gut. Bisschen flippiger, bunter und ja. Könnte ich mir auch ganz gut mit Blau im Hintergrund vorstellen. Mir sagt das mir zu lila. Könnte auch gut Blau dazu passen, zu diesem Designerpapier auch. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe alles gesagt. Wie gesagt, ihr könnt einen Gutschein unterbringen oder sowas. Könnt ihr da mit einbauen. Und jetzt sieht man mal auch wieder ein bisschen ganz unterschiedlich das Papier halt einfach, wie es gerade rauskommt, gell? Das ist einfach schön. Ja, schon ist die Karte fertig. Hochkant oder quer, könnt ihr aussuchen. Könnt ihr auswählen, was euch besser gefällt. Ich räume hier noch ein bisschen auf, hier schaut es wieder aus. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat die Karte gefallen. Ich finde die mega gut. Coole Idee und ein bisschen umgebaut, wie gesagt. Und ihr könnt damit noch spielen und was Tolles draus zaubern. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ein kurzer Nachtrag. Ich habe die Karte nochmal gemacht, weil ich die noch für jemand gebastelt habe und dachte, ich zeige es euch nochmal ganz kurz so ein bisschen. Habt ihr mitschauen können, wie ich sie zugeschnitten habe? Es geht eigentlich hauptsächlich auch um diese Verläufe, wie das weitergeht hier. Damit ihr das so ein bisschen gesehen habt, ich habe mir das immer ein bisschen angezeichnet, wo quasi diese Linie ist, habe mir das vorher hingelegt und habe dann geschaut, dass die Berge hier schön weitergehen. Und ein bisschen anders ist hier vorne der Spruch, ich denke an dich, den habe ich jetzt so drüber gebaut, dass es dann quasi auch die Karte irgendwie verbindet. Also ich habe es auch mal hierhin gehalten, da war mir das doch irgendwie zu viel vor der Landschaft oder auch die Rückseite gemacht. Wäre auch schön gewesen, aber fand es jetzt hier vorne cool, weil es irgendwie so den Leuchtturm und das Schiff vorne noch verbindet.
Und im Hintergrund jetzt ein dunkelblaues Papier, ein paar Pailletten. Da sieht man leider die Vögelchen ein bisschen schlecht gestempelt, aber es könnte ja auch das Wasser mit den Muscheln darstellen. Und genau, also so nochmal ein kleines bisschen anders von der Farbkombination. Wirkt auch wieder ganz anders, aber auch wunderschön, oder? Habe ich gedacht, ich nehme es euch einfach kurz auf, wenn ich eh schon dabei bin. Dann seid ihr gleich mal mit dabei und habt nochmal eine Idee vielleicht für einen anderen kleinen Spruch vorne. Das war es jetzt wirklich von mir. Tschüss!